der Thierry Huger, ja, der Spectre Magicians, schweres Matchup. Dracula. Gutes Deck, aber ich nehme es mit dir auf, mein Freund. Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier mit dem vorletzten Match unserer Line der Liga. Geht bereits zu Ende. Ist ziemlich schnell vorbeigegangen, die Zeit. Wir überlegen uns noch, was wir danach für ein Projekt starten. Wenn ihr irgendeine Idee habt, könnt ihr das unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht wollt ihr nochmal eine Liga-Rückrunde oder sowas. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten haben wir hier heute Tati, Tunesia 2 gegen Dimi, Kujiro Yuga. Und obwohl es das vorletzte Spiel ist, ist noch gar nichts entschieden. Wenn Dimi gewinnt, jetzt gegen Tati und Tati dann das letzte Match gewinnt, dann sind alle 6 Punkte. Also echt noch alles offen. Ansonsten, wenn Tati gewinnt, dann spielt er gegen den Praktikanten nächste Woche um den ersten Platz. Also mal schauen, wie es ausgehen wird und viel Spaß beim Duell.
Jungs, ihr habt mich herausgefordert, leidet es nicht. Die Liga heißt so, ja. Ich habe gewonnen, ihr verloren. Tut mir leid. Das war das Duell. Tati konnte gewinnen. Hat Demis Much Respect the Magician besiegt mit seinem Cosmo. Also man darf nicht vergessen, die Jungs haben die Decklisten vor fast 3 Monaten eingereicht. Also seitdem ist Cosmo natürlich verfeinert worden und ist viel stärker. Aber trotzdem hat es für Tati gereicht. Nächste Woche spielt er gegen den Praktikanten um den ersten Platz. Falls Tati oder der Praktikant zu 0 gewinnen wird, stehen der Verlierer dann von dem Match, Chong und GB-Kollege, alle punktgleich. Mal schauen, was wir dann mit denen machen. Vielleicht spielen die dann nochmal separat um den 2., 3. und 4. Platz. Mal schauen. Ansonsten, wenn der Verlierer des nächsten Matches zu 1 verlieren wird, dann kriegt er einen Tiebreaker-Punkt und ist dann automatisch besser als Chong und GB-Kollege und damit der 2. Platz. Und dann müssen Chong und GB-Kollege wahrscheinlich nochmal spielen um den 3. und 4. Platz. Und Dimi auf jeden Fall garantiert leider auf den letzten Platz. Nur einmal gewonnen, 3-mal verloren, trotz eines recht starken Decks. Aber mal schauen, was nächste Woche alles passieren wird. Bis dahin, leidet nicht. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab und unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet sie.